Ich hab im Winter bewächern lassen. Schon mal gespürt. Der Chef bin ich. Ich bin ein zufriedener Mensch. Man muss sich aber auch ein bisschen zufrieden machen. Manfred, du bist ein Künstler mit Leib und Seele, kann man das sagen? Ja, ja, natürlich. Wobei mehr Seele als Leib. Ja, ich bin der Manfred Kutek. Ich bin ein beidhändiger Maler vom Geistigen her gesehen. Ich mache naturalistische und abstrakte Bilder, ne? Abwechselnd entsteht das. Befruchtet sich auch gegenseitig. Und ich bin Maler, Zeichner und Experimentalmusiker. Naja, natürlich beim Malen ziehe ich mich nicht so an, weil baut's mir lieber eine Wand, wo man nicht so laut ist an. Obwohl ich habe keine Wand. Ja, früher habe ich den weißen Mantel aus dem Badezimmer da gewandt, da bin ich nicht mehr getaugt, alles weg. Die Krone, ja, ja, das Symbol für, ja, ja, ich bin ein König. Wer ich bin, der, weiß ich nicht, der König der Malerei. Seit eh und je. Nur die meisten wissen es nicht, weil ich eher im Hintergrund bin, weil ich mein Leben gewidmet habe. Der, schieres Wort, Produktion von Werken. Mich freut am meisten malen, wie am liebsten malen und der Ruhe haben. Natürlich, wenn ich meine Ruhe stört und mir ein Bild abkaufen, na ja, dann muss ich halt gnädig sein. Devot! Nein, devot nicht. Ich bin nicht in der Liga, dass ich mir vielleicht einen Van Gogh kaufe oder Da Vinci oder was auch immer. Ich kaufe mir das Bild, wenn ich was drin sehe in dem Bild und wenn es mich anspricht. Und das muss nicht gleich sein mit dem, was der Maler beim Malen drin gesehen hat, weil das werde ich erst noch im Nachhinein erfahren. Da gibt es nichts zu verstehen. Da gibt es nur was zu fühlen. Das tut man nicht mit dem Verstand ein Bild. Ja, was soll denn das sein? Das soll man nicht mit dem Verstand untersuchen, sondern wirken lassen. Das ist einfach das Rezept aus. Aber da ist es irgendwie und dann dieses. Es ist auch eine Vision da dabei. Ist mir wurscht, ob man es wer glaubt oder nicht. Aber in Thailand war ein Gecko so ein großer. Den haben sie mir gezeigt, so lang war er. Dieser Gecko hat gesagt, Guten Tag, Guten Tag. Seine Bilder sind Bühnen für uns Betrachter. Wir denken uns in diese Bilder hinein. Wir spielen dann mit diesen Bildern. Und es geht auch gar nicht darum, zu hinterfragen, was hat sich eigentlich der Manfred Kutek dabei gedacht, wie er das gemeint hat. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Sondern wir müssen in uns hineinhorchen, was machen die Bilder mit uns. Das ist der wichtige Ansatz. Okay, komm. Oh, jetzt noch ein scharfer Strich. So, da ist der schärfste Strich, wenn man so macht. Ne? Ja, der Künstler
baut jeden Tag die Welt schön auf, Politiker zerstört sie jeden Tag. Der Pinsel tanzt förmlicher über die Oberfläche. Es ist Bewegung drinnen, es ist Musik drinnen. Also das ist schon ein Zusammenspiel eines Gesamtpaketes, was das dann ausmacht. Ich kann den Pinsel aus der Hand legen und sagen, geh aufs Klo. Hast du schon einmal jemanden ein Bild nicht verkauft, weil du es nicht magst? Wenn mir ein Blöd anredet, dann kann das passieren. Oh, der hat mich einmal blöd angeredet und einmal wollte er mich zu sehr mit dem Christsackerl. Das hat mir auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, verkaufe dann ganz andere Leute. Das Leben ist kein Honiglecken. Kannst du schon gar nicht. Du hast eigentlich das Schwierigste ausgesucht. Ist das wirklich alles? So. Ja, ich bin ein König.